ein absacken lässt. Irgendwie, weil ja, wir können gerade nicht höher buddeln. Ja, rein theoretisch machbar, rein optisch glaube ich kacke. Kaka. Die ganzen Viecher gehen mir ja schon miese auf den Keks. Den Geräuschen zufolge wird es Tag. Wunderbar. Wunderhübscher Tag. Ich hab dich so gern. Ich glaube, den Flur lasse ich offen. Ja. Dann können wir das auch machen, dass der Flur einen absackt. Genau. Richtig. Genau so sehe ich das. So, bis hierhin, dann können wir da noch rein. Dann machen wir hier so eine coole Treppe. Ja, Art Stil. Auf jeden Fall, das ist cool. Kommt hier unten ein Steinfußboden? Ne, wenn dann überall Dreckfußboden, ne? Es ist hier schon komisch. Bauen, 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 bauen. Nein, gefällt es mir sowieso nicht und ich ändere das alles. Aber das ist ja egal. Achso, und alle mal hier, ne, die das gucken. Abonnieren, kommentieren mag ich und so klicken, weil dann darf ich eventuell bald irgendwann mal Folgen hochladen, die größer als 15 Minuten sind. Und das wäre halt sau cool. Weil so ist es voll nervig irgendwie. Man nimmt was auf. Dann muss man das in 10.000 Stücke häckseln. Und dann muss man immer gucken, dass man nicht gerade mitten im Satz unterbricht oder am besten noch ein Wort zerhäckselt. Und ja, das ist halt doof. Also ja, ein bisschen Support, please. Und noch was, genau. Heute ist ja richtig schlimm, was ich alles von euch will. Schreibt mir, ob ihr das hier weiter sehen wollt, wie ich meine Hütte baue. Oder ob ihr wieder die großen Projekte only sehen wollt. Also eher so ein Let's Show oder hier mit mir meine Hütte bauen, Let's Play, weil dann rühre ich die nicht an, wenn nicht die Kamera dabei ist. Könnt ihr mir schreiben, ich bin gespannt. Ich hoffe es inständig, dass die Antwort kommt, die ich mir wünsche. Aber ich sag euch jetzt nicht was. Wieder Dreck alle. Need more Dreck. Ja, hier Dreck als Wand. Wie sieht das denn aus, ey? Fußboden ja, Wand nein. Ich muss alle Wände nochmal neu machen, ey. Das ist doch schrecklich hier, wie das aussieht, wa? Guck dir das mal an hier. Als Wand echt nicht schön. Wo
braucht man so einen Streifen hier. Das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, aber es sieht völlig verpeilt aus, wenn man einen heilen Stein und dann so einen kaputten Stein da hat. Naja, egal. Erstmal funktional und dann optisch ansprechend. Oh, war das gut ausgedrückt. So, dann machen wir den Fußboden noch fertig. So, und die Wand ziehen wir auch noch mal kurz wieder hoch hier. Ah. So. Was machen wir denn mit dem Wohnzimmer? Wird es komplett zu? Ja, ne? Vielleicht so ein Glas oder so. Mal schauen. Mal schauen. Wenn wir denn Glas haben, spielen wir ein wenig damit rum. Zur Dekoration. Fackeln nur für euch, ich sehe genug. Hohe Tür? Nein, auch kleine Tür. So. Wunderbar. Ich dachte gerade, da habe ich krumm gebaut. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Ach so, jetzt check ich's. Seht ihr das? Die Bäume, die gepflanzt haben, machen so viel Schatten, dass die Viecher da oben rumlaufen können im Schatten. Haben wir uns quasi selber voll ins Fleisch geschnitten. Aber immerhin ist der Bowman endlich weg. Ja. So. Ich gehe wieder in die Bude, Tür zu. Und ich bleib hier jetzt so lange stehen, bis ich eine Antwort von euch habe. Nee, ich tue das Zeug hier dann alles in die Kiste rein, jede Folge. Also jedes Mal, wenn ich aufhöre, hier zu drehen. Damit wir nächstes Mal genau mit dem starten, was wir hier haben und nicht auf einmal Diamantrüstung, Diamantaxt und so weiter und so fort. Also wenn ihr das wollt, dass ich hier weiterspiele mit euch, mit Kamera und so weiter, dann schreibt es in den Comments. Wenn nicht, dann schreibt es auch. Und bis dahin, macht's gut.